Hallo, liebe Leute, willkommen bei Kulturstudio, eine weitere Ausgabe von Ein Fall für zwei mit Micha und Frank. Ja, wir sind heute zu Gast in Berlin, in der Zahnarztpraxis, hätte ich bald gesagt, in der Arztpraxis von Dr. Thomas Höhn, den wir ja auch schon im Kulturstudio einmal interviewt hatten. Ja, Thomas, du bist, also erstmal herzlich willkommen, schön, dass wir hier bei dir zu Gast sein dürfen. Ich heiße euch herzlich willkommen in meinen heiligen Hallen. Ja, du bist Facharzt, du bist kein Facharzt, du bist Allgemeinmediziner, Facharzt bist du auch für? Eigentlich heißt es, ich ein paar Begriffe mal klären, Facharzt für Allgemeinmedizin. Das war vor vielen Jahren so bestimmt worden, dass der sich auch Facharzt nennt. Ah, okay. Facharzt für das Allgemeine. Ist vielleicht ein bisschen Widerspruch in sich, aber es gilt so, ja. Aha. Und Naturheilverfahren als Zusatzbezeichnung, die aber von mir von Anfang an als so 60-70-prozentiges Geschehen betrieben wird. Das heißt, du bist ein Arzt, den man auch weitestgehend Komplementärmediziner nennt, sozusagen. Richtig. Komplementär heißt ergänzen. Mhm. Also ich ergänze die Schulmedizin, die ich ja durchaus betreibe, ist ja auch nichts Schlechtes dran, aber ich möchte sie ergänzen durch einige Dinge, wo ich meine, da kommen wir weiter. Wir kommen den Patienten etwas näher und lassen ihn mehr teilhaben an seiner Sache und können ihn mehr zur Selbstverantwortung bringen. Mhm. Wie unterscheidet sich das also erstmal die Frage vielleicht, wie gut lässt sich das denn vereinbaren heutzutage? Also du hast eine Kassenzulassung, vermute ich mal. Richtig. Und gibt es da oft so Probleme, man kann ja sicherlich vieles Komplementäre nicht unbedingt mit der Kasse abrechnen. Also gibt es da viel Probleme, gibt es da Dinge, die behindernd sind? Mit der Kasse abrechnen. Wir rechnen ja mit der Kassenärztlichen Vereinigung ab. Und die nimmt uns Arbeit ab, mit mehreren hundert Kassen individuell zu kommunizieren. Erstmal danke, dass es das gibt. Man kann an der Institution wie an allen Kritik äußern, ist klar, sicher einige, aber das ist eben halt mal eine Arbeitserleichterung. Und wir rechnen da auch nicht richtig ab, sondern wir rechnen schon, aber wir sagen, also so und so viele Patienten waren da und wenn er da ist, wenn du jetzt kommst mit deiner Karte, Chipkarte, dann gibt es da eine bestimmte Menge standardmäßig für das Quartal, sagen wir 12,80 Euro oder so. Das ist das, was ich zur Verfügung habe für 3 Monate. Wenn jetzt das ist das Budget, außerbudgetär Leistungen wie Impfen oder psychotherapeutische Maßnahmen, die kleinen, die ein Allgemeinarzt auch machen darf, dann sattelt das ein wenig drauf. Also, und Hausbesuche natürlich. Wenn man aber im Durchschnitt rechnet, am Ende des Quartals, weil ich denke mal, die Frage wird wahrscheinlich auch dann sonst kommen sein, ich sagte es immer, man muss vom Geld was sprechen, dann ist im Durchschnitt bei einer normalen Allgemeinarztpraxis, glaube ich, auf der Karte, auf dem Schein, sagten wir früher, vielleicht 40, 45 Euro. So sehe ich das, so ist es bei mir. Aber nur dadurch, dass ich ganz viel Hausbesuche zum Beispiel mache. Wenn ich jetzt nur Patienten hätte, die ein-, zweimal kommen und sonst nichts nötig hätten, aber eine Beratung brauchen, dann sind das 12,80 Euro oder bei Rentnern ein bisschen mehr. Sagen wir mal 15 im Durchschnitt im Quartal. Im Quartal, Wahnsinn. Mhm. Wie kommt es denn dann, dass die Beiträge, die Menschen aufbringen für Gesundheitsvorsorge, Krankenkassen und so weiter, dass das so ein Ungleichgewicht ist? Ich meine, das ist richtig viel und was dann bei einem Arzt wie bei dir ankommt, sind eigentlich dann fast schon Kleckerbeträge. So. Wo kommt denn dieser Unterschied her? Ich habe gerade so nach oben geguckt, weil ob der mir da oben jetzt eine Eingebung gibt, nicht allzu kritisch zu antworten. Also, es wird sehr viel Geld aus dem System natürlich rausgezogen. Ganz am Anfang stelle ich mal, was jetzt gerade in der Diskussion ist, dass wir auch in anderen Ländern, Menschen, die aus anderen Ländern hier zu uns kommen, hier wohnen, vielleicht auch immer hier bleiben, dass deren Familien teilweise von unseren Krankenkassen auch in ihrem Gesundheits- oder Krankheitsgeschehen mitfinanziert werden. Das ist aber nicht der große Batzen, aber das fällt mir nur so gerade ein, weil das gerade auch in der Diskussion ist. Ja, du hast ja aber auch noch die Problematik, diese Versicherung, dass Leute, die hier versichert sind, auch Familienmitglieder im Ausland mitversichern können. Das ist zum Beispiel auch ein Punkt, der eigentlich ja zu überdenken ist. Ja. Richtig. Aber das Hauptding ist, die Medizin kostet. Hm? Nicht nur die Geräte. Weißt du, was eine MRT-Untersuchung kostet? Wenn du sagst, ach Doktor, kannst du mal das Knieröntgen, war nichts oder will ich nicht, mach gleich was Richtiges. Was richtet? Kein Plan. MRT. Ja. Na, so 600, 800 Euro kann die kosten. Also es ist so auf Dauer etwas zu viel, was wir machen. Wir müssen auch mal lernen, wieder manuell zu untersuchen. Noch einmal Geduld zu haben. Auch zu erkennen, was ist wirklich gefährlich oder was
Na, was kann noch ein bisschen warten? Und das ist natürlich nicht ganz ungefährlich. Ne? Aber man muss es halt tun, man kann, deswegen machen viele Ärzte, das verstehe ich auch, wir sind juristisch eingebunden in das System, aus Sicherheitsgründen alles. Und dann kann ja nichts schiefgehen. Man hat nur Geld ausgegeben, aber dem Patienten alles angedeihen lassen. Nur Geld ausgegeben. Und was ist denn wichtiger, das Geld oder das Leben, höre ich dann immer. Ja, richtig. Aber wir haben auch, ich habe mir das irgendwann aufgeschrieben, dass ich das immer nicht vergesse, wir müssen auf jeden Fall wirtschaftlich arbeiten. Zweckmäßig müssen wir arbeiten. Und das ist das höchste Gebot, ist wirklich das höchste. Mindestens so hoch wie das Wohl des Menschen, den wir betreuen, weil sonst können wir nämlich keinen mehr betreuen, weil kein Geld mehr da ist. Ja, viele kritisieren das. Ja. Du denkst, das System sagt, es muss wirtschaftlich und notwendig sein und zweckmäßig sein, aber der Mensch ist doch da im Mittelpunkt. Ja, ja gut, wenn ich das auch, wie gesagt, ich wiederhole das jetzt nicht mache, dann habe ich leider Gottes auch irgendwann das Geld ausgegeben, dann kann ich keinem mehr helfen. Oder das System hat nichts mehr, ne? Obwohl man kann ja Geld drucken, wie wir hier sehen. Die Hauptausgaben sind allerdings, oder sehr, sehr wichtige Ausgaben sind zum Beispiel Chemotherapie. Das sind viele Milliarden. Ich habe mal gehört 10, jetzt habe ich gehört, es seien 7 in einem Land. Wer will das nachprüfen? Es ist jedenfalls sehr, sehr viel. Wenn man überlegt, ne, so 7 Milliarden, 10 Milliarden und die Kosten, die die Chemotherapie verursacht, wie? Ist doch ein Heilmittel. Hm. Wir wissen alle, Haarausfall und so weiter. Das ist mindestens noch mal 1 bis 2 Milliarden im Jahr. Habe ich mal so überlegt, habe das so ausgerechnet, was das kostet, die Nebenwirkungen der Chemotherapie zu behandeln. Jetzt will ich nicht jetzt gegen Chemotherapie sein, aber ich will nur mal sagen, das haben wir zu bewältigen. Hm. Und wenn wir viele, viele Menschen mit Hepatitis C haben, 100.000, 80, 100.000 Euro im Jahr, das ist auch nicht wenig. Der medizinische Fortschritt kostet Geld. Und die Beratung ist ja immer dieselbe. Der Patient kommt, hat eine Krankheit, heißt Herzinfarkt, heißt Koronarherzerkrankung, heißt Hypertonie, Bluthochdruck oder Hepatitis C, 12,80 Euro. So, und das kommt ja mehrmals, hat psychosomatische Dinge, dann kannst du mal 6, 8 Euro draufsatteln, sind es 20. Aber die Kosten, die du auslöst mit deinem Rezept, die sind es. Aber haben wir denn überhaupt einen medizinischen Fortschritt? Ich meine, okay, chirurgisch sind wir wirklich in einem anderen Zeitalter. So was alles möglich ist an OPs, auch an Diagnose, da sehe ich schon einen großen, großen Fortschritt. Aber klassische innere Medizin, Krankheiten heilen, Krebs, wir haben schon seit Jahrzehnten, wir haben Riesenbudgets weltweit. Wir haben ja auch hier letztens mit der Lilian Frank gesprochen über WHO und so weiter. Es gibt Riesenprogramme, Kampf gegen Krebs und so weiter. Aber mein Eindruck ist, dass beim Heilen von Krankheiten sehe ich keinen Fortschritt. Täuscht es? Oder liegt es vielleicht gerade da, weil eben die meiste Energie eben auf technische Erneuerungen geht, die sich dann halt chirurgisch irgendwie auszahlen? Aber die Heilkunst, die einfach auch dann beim einzelnen Arzt obliegt, die braucht ja eher dieses Menschliche, die braucht Zeit, Erfahrung und das ist halt nichts, wo groß rein investiert wird. Täuscht da der Eindruck? Das ist was sehr Gutes gesagt, nämlich Heilkunst. Ein Wort, das wir heute nicht mehr haben, das wurde ersetzt durch Qualitätsmanagement. Das heißt also, dass natürlich ein gewisses Können, wenn man sagt, Kunst kommt von Können, da sein muss. Und dann können ja Fehler gemacht werden. Es kann was ausgelassen werden, es kann was zu viel und falsch gemacht werden. Aber durch Qualitätsmanagement, wenn man sagt, man hat alle halbe Jahre etwas durchgelesen und ergänzt und das unterschrieben, das ganze Team, dann findest du nicht mehr den einen Einzelnen, der da verantwortlich ist. Zurück zum Wort Heilkunst. Ja, das ist das, was ich versuche. Das ist aber immer schwerer. Mit vielen Kollegen, die ja auch so denken wie ich, gibt ja viele, so durchzuführen und uns zu kommunizieren, zu vernetzen, dass wir da besser werden. Aber was sollen wir denn machen? Wenn wir verantwortlich sind für Hepatitis C und dann aber nicht diese Chemotherapeutika einsetzen, die ja heute in Frage kommen, was ist daran Kunst? Ich muss es wissen und ich muss es aufschreiben und er muss versichert sein, derjenige oder sie. Und was ist jetzt Kunst? Kunst ist, wenn das nicht vertragen wird. Kunst, wenn er sich verweigert und ich weiß, aber das hilft ihm. Oder er möchte etwas von mir haben, ich bin aber im Zweifel und jetzt muss ich ihm das beibringen. Wirkliche Kunst ist aber, der kommt zu mir und er wird irgendwann gesund. Und das ist irgendwie meins. Heute hat sich sehr verschoben. Früher war das Manuelle. Ich berühre den, ich massiere, ich mache Akupressurpunkte.
oder ja einfach mal die Berührung, dieses Untersuchen, dass da eine Kommunikation ist. Und da fängt die Kunst ja eigentlich an. Und ich habe noch gelernt, dass 90%, also ein Internist, der uns das eingebläut hat in der Uni, 90% der Krankheiten kannst du mit deinen Sinnen hören, riechen, schmecken auch, also man riecht und schmeckt, der ist ja eins, und berühren, herausfinden. Den Rest durch Geräte. Heute würde man sagen 100% Geräte, und wenn du dann auch noch drauf hast, hat er das Gefühl, er war im Arzt. Ich bin ja immer so ein bisschen, kennt mich ja, ein bisschen skeptisch, manchmal aber auch so ironisch. Ne? Aber sonst kann ich das auch nicht aushalten, weil ich sehe schon Dinge, die im Argen liegen. Weil man es versucht, als Apparatschik im System qualitätsgesichert das zu tun, was die Leitlinien mit T geschrieben sagen. Aber die gerinnen leider oft zu Leitlinien mit D geschrieben von den Patienten. Das heißt, der leidet darunter, dass er dann das Antibiotikum nehmen muss. Das verträgt er aber nicht. Ja, aber nimm das noch zu Ende. Gut, ich verstehe das ja auch, aber ich sage dir aber nur, ich will das erstmal so mal kritikfrei sagen. Oder Chemotherapie. Der Arzt weiß, was das für chemotherapeutische Nebenwirkungen gibt. Aber er sagt, du musst das nehmen, das sind unsere Leitlinien. Das heißt, es heißt auf Deutsch, dass du bei einer bestimmten Diagnose bestimmte Spielraum nur hast in dem, was du an Therapie anwenden darfst, und machst du das nicht, also lässt du diese Therapien aus, bist du halt als Arzt sozusagen dann auch in der Haftung, oder wie läuft das? Ich bin noch in der Haftung, und das so, also Arzt, ärztliche Kunst, und Kunst ist durch Leitlinie ersetzt worden, so, dass das praktisch jeder kann. Also ein halbwegs gut ausgebildeter weißen Kittel, das naja, so ungefähr kann. Das ist jetzt EKG, ich verstehe, worauf du hinaus EKG, Blut abnehmen. Das muss so genau beschrieben werden, dass ich dich hier anlerne und du kannst morgen Blut abnehmen. Ja. Also so müssen die nach Leitlinien gesetzt und nach Qualitätsmanagement das aufgeführt sein, dass praktisch jeder das machen kann. Natürlich nicht die Operation, das ist schon, dass der Fördner die Operation hat, diesen Scherz mache ich nicht. Das finde ich doof, das geht einfach nicht. Ja, 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 ja. Aber es geht schon in so eine Richtung automatisieren, automatisierte Abläufe, standardisierte Abläufe, wo wir auch wieder bei dem Thema WHO sind. Es werden Standards gesetzt, Patient kommt, hat Symptome, hat dieses und jedes Symptom, und dann folgt er nach Protokoll die und die Therapierichtung und so weiter. Und es sind Standards, die gesetzt werden, und das nimmt aber doch auch dem Arzt, also auch diese menschliche Möglichkeit eben zu wachsen, Erfahrung zu sammeln, weil ich meine, wir sind uns doch einig, der Mensch ist ja keine Norm, jeder ist ja ein Individuum. Und so ist es auch für euch Ärzte doch eine Katastrophe, weil ihr dann gar nicht mehr in diese Erfahrungen kommen könnt und dieses Feingefühl aufbauen könnt, was wirklich dann zur Heilkunst führt, wenn du immer nur dem standardisierten Protokoll folgen sollst. Wenn man gesunden Beratung macht, was ich ja auch sehr gerne tue, was sich so anhört wie, der hat Angst vor Krankheiten, kann keine Diagnose stellen. Ja, ja. Also gesunden Beratung, das machen ja einige. Und machen auch da Werbung für, im Internet ist manche Arzt aktiv, ist gar keine schlechte Sache. Nein, andersrum, ist sehr gut. Weil, wie war das denn im alten China? Man sagt zwar, es sei überall, und was ist das alte China? Es war in bestimmten Herrschaftsbereichen so, dass der Arzt, das war wohl belegt, wenn die Patienten krank geworden sind, zumindest nicht mehr bezahlt wurde. Und wenn die starben, vor allen Dingen, wenn er also den König nicht richtig heile machte oder seine Frau und Geliebte und wer auch immer, dass der dann umgebracht wurde. Also das finde ich durchaus unangenehm, aber ich finde die Idee nicht schlecht. Vom Prinzip. Das war nur die andere Seite der Medaille, meine Lieblingsbewegung, die andere Seite der Medaille. Also ich berate Gesunde, damit die erst gar nicht krank werden. So. Und das kannst du in der Geschichte der Medizin finden. Ja, wie gesagt, das ist ja der Punkt, ist ja, dass es in unserem System ja leider so, die Anreize sind halt an der falschen Stelle gesetzt. Also der finanzielle Anreiz, also der ökonomische Anreiz, ist dort oft einer sinnvollen Lösung entgegen. Ja, das ist halt, kann man bei vielen, vielen Dingen halt erleben. Man wundert sich, dass, also bekanntermaßen, Entschuldigung, aber wenn das eben noch nicht in Leitlinien drin ist, aber bekanntermaßen allgemein oder auch speziell, wenn ein Arzt sich da weiterbildet, er hat es einfach erfahren, dass etwas hilft. Und das, sagen wir mal, ist ein Naturheilmittel. Sagen wir mal, hochdosiert Vitamin C bei Krebs. Das ist kein Allheilmittel, ich nenne das aber mal. Und es wird aber von Kassen nicht bezahlt. Es war wesentlich günstiger. Und wenn man die Erfolgs- und Misserfolgsraten gegeneinander rechnet, ich bin jetzt kein Statistiker,
Ich überlasse euch das, denen, die lesen können in den Zeitungen, was da besser und was schlechter ist. Also auf jeden Fall vom Preis her unterscheiden sie sich gewaltig. Das denke ich schon. Und von Nebenwirkungen. Ja, auf jeden Fall. Ist es dann möglich, dass ihr als Ärzte an der Basis auch Einfluss nehmen könnt auf diese Leitlinien? Also dass ihr sagen könnt, also wir haben die und die Erfahrung gemacht in der Praxis. Wäre das nicht einfacher, das so und so in den Leitlinien umzusetzen? Also gibt es da eine Möglichkeit, eine Einflussnahme, oder wer bestimmt das dann? Das stellt sich so einfach dar. Nun gibt es ja ganz viele Ärzte, Gynäkologen, Allgemeinärzte, die dann in allen Fachbereichen mehr oder weniger nach Schwerpunkten, die sie setzen, oder nach Erfahrung oder nach dem, was sie gelernt haben, mehr. Es gibt, wenn es allgemein ist, gut, urologisch tätig sind, aber natürlich nicht die Urologen Ziffern abbrechen können, aber privat dann vielleicht. Und dann gibt es Urologen, da gibt es die Lungenärzte, so. Und die sollen nun Leitlinien. Dann gibt es also immer nur so die Fachgruppe. Also gut, also die Fachgruppe, so, das ist okay, aber die konkurrieren ja mit den anderen. Wenn diese Fachgruppe, die Orthopäden sind besonders gut, sind sehr einig, sich etwas etablieren und das dann durchsetzen, weil das ja dann alle wollen. Oder kurz zum Durchsetzen, da sagen die anderen, hallo, also wir haben aber auch was, aber das, ja, ihr habt aber da nicht so eine eindeutige Meinung, weil da seid ihr so diversifiziert. Und in den allgemeinmedizinischen Kreisen ist sowieso alles anders. Bis da mal eine Einigkeit ist, das dauert dann schon. Ne? So, also das zum Thema erstmal ganz prinzipiell, wie kommt man zu einer Meinungsbildung und was ist objektiv? Objektiv ist eigentlich gar nichts. Also du kannst bei einem Menschen, der, du hast es so schön gesagt, also ich nenne das offenes System, das ist kein geschlossenes System, das ist kein Petrischale, der Mensch. Da kannst du nicht erwarten, dass genau das rauskommt, was du da reintust, oder was du erwartest, was rauskommt gestern, das kommt heute nicht mehr raus, weil der jetzt anders denkt, weil er Angst hat oder weil er gelöst ist, locker ist. Also, allein der Stuhlgang ist eben da anders. Ja, also das kann man so nicht systematisieren, das möchte man aber gerne. Und dann hat man tatsächlich gedacht, dass man über die Genveränderung wenigstens die Verträglichkeit von Medikamenten verbessern kann. Super, oder? Und nachdem man erst versucht hat, über Genveränderung am Menschen selbst, den von seiner Krankheit zu befreien, sagen wir mal Morbus Down, Down Syndrome, Mongolismus, wie man sagt, oder andere wirklich genetische Krankheiten, dass man da was rumschiebt, ist jetzt nicht despektierlich gemeint, und das dann irgendwie richtet, schafft man nicht. Ihr kennt das vielleicht auch, ihr seid in den Medien drin. Habt ihr sicher auch gelesen, interessiert euch ja sehr für medizinische Themen, was ich ja klasse finde. Wer macht das schon so? Wer kniet sich da schon so rein? Alle Achtung erstmal. Aber dass da die Wissenschaftler und die Praktiker im Grunde genommen nicht miteinander sprechen können. Die Wissenschaftler erheben Studien und sage ich immer oft, es läuft hier aber nicht, das kann ich so nicht umsetzen. Ja, aber da in diesem Bereich schon. Vielleicht, weil die Patienten entsprechend ausgesucht wurden. Bei mir sind sie querbeet. Das muss ich die aussuchen für 12,80 im Quartal, ob die nun da reinpassen, ob ich sie so behandeln kann. Also das sind so viele Welten, die aufeinander sprechen. Alle meinen es gut. Es meinen es wirklich alle gut. Und dann gibt es aber diese Leitlinien und die werden immer wieder überprüft. Bundesausschuss Ärzte Krankenkassen gibt es. Und dann gibt es immer irgendwelche Gremien, die sich wirklich Sorgen machen darüber, wie das Geld letztlich auch eingesetzt werden kann. Können wir uns das leisten? Interessant ist aber, dass das Teuerste wird sich immer geleistet. Bei der Chemotherapie frage ich mich manchmal wirklich, ob das so in dem Maße noch eingesetzt werden kann, wenn es darum geht, dass er vielleicht noch tatsächlich nur, ich weiß das, ein halbes Jahr lebt oder auch vielleicht 5 Monate. Und das wird das volle Programm eingesetzt. Man weiß es eigentlich vorher, dass das nicht eine Besserung bringt. Man möchte mit eben flüssige Hoffnung hineinfließen lassen. Das mag ja auch gut gemeint sein. Und da müssen wir drüber reden. Denn wenn das so weitergeht, das ufert derartig aus, das ist wirklich nicht mehr zu finanzieren. Anderes Beispiel, ich bin aber, weil ich gerade daran denke, die Herztransplantation oder Kunstherz. Können wir das theoretisch jedem? Nein. Können wir theoretisch jedem Antibiotikum? Ja, das ging noch. Na, ist zwar für die Resistenzlage der Bakterien und letztlich weltweit gefährlich, aber das ging. Aber Herztransplantation, ja, kriegen auch nur wenige. Ich weiß von einem Fall, wo
einer gegen den anderen geklagt hat oder gegen die Klinik, weil er glaubt, er hätte das Herz haben müssen als der andere. Da kommen wir, und das wird jetzt alles nicht mehr so veröffentlicht, aus gutem Grunde, sicher, dass da kommen wir in Gebiete rein, die möchte ich nicht eigentlich näher beschreiben. Das könnt ihr euch selber ausdenken. Aber wenn wir darüber nicht reden, wenn wir das rausschieben, da, ich weiß nicht, wo das enden soll, das wird dann schon groß Knall geben können. Wir können uns nicht alles leisten, was wir machen können. Und die Medizin schreitet schneller voran, das haben wir eben gesagt, als wir Chirurgie zum Beispiel, als wir uns das wahrscheinlich leisten können. Und wenn wir nicht zurückkommen in der Grundschule, im Kindergarten, in der Familie, die Kinder so zu erziehen oder uns selbst als Vorbild auch natürlich erziehen und zeigen, dass wir das vielleicht gar nicht brauchen. Ein Herzchirurg hat mir mal gesagt, die Herzklappenoperationen, naja, die meisten brauchen wir nicht, wenn wir uns so und so verhalten. Wenn wir keinen Blutdruck, keine Entzündungen, was weiß ich, haben, das können wir vermeiden, wenn. Die Dichte des Zusammenlebens macht eine Rolle spielen, natürlich, aber da gibt es ja auch Naturstoffe wie Kurkuma und, das wissen wir ja alle inzwischen, dass man da ganz, und manche sage ich jetzt nicht, die im Arzt nicht so aussprechen darf, die kennt ihr besser, womit wir das verhindern können, von klein auf eine sauberes Immunsystem, einen sauberen Körper schaffen, trotzdem Dreck, des Dreckes draußen. Das können wir machen. Wie viel ist da zu sparen? Das weiß jeder Landarzt. Halt einfache Lösungen suchen. Ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, ob das für mich erstrebenswert wäre, so wie bei Rockefeller da 7 Herztransplantationen oder 6 zu haben. Ist. Ja. Wir brauchen, genau, ich meine, ja, der kann sich halt leisten und so. Und wahrscheinlich werde ich es mir nie leisten können. Aber selbst wenn ich... Wir brauchen noch einfache Lösungen. Ja, wir sind noch viele Menschen hier auf der Welt. Es kann ja nicht die Lösung sein, ja, du hast ein Herzproblem, dann machst halt Neues rein. Das ist dann auch wieder diese ganze Konsumentenhaltung. Ja, hier ist was kaputt, weg, Neues rein. Aber genau. Wir brauchen noch einfache Lösungen, die auch, gerade wenn du die ganze Welt anschaust, die auch in ärmeren Ländern funktionieren. Simple Dinge so, die nicht abhängig sind von irgendwelchen extrem teuren Technologien und Erforschungen, beziehungsweise von Patenten, Pharmaindustrie, sondern einfache Lösungen. Und die gehen doch dann wiederum von Mensch zu Mensch. Also wenn da jemand ist, der eine Heilkunst hat, dann braucht er doch gar nicht diese großen Budgets. Na, eher auch in die Ursachenforschung gehen bei der ganzen Geschichte. Ich weiß nicht, wie viel das ist, aber es ist sehr wenig, was in die Salutogenese-Forschung geht. Schönes Fremdwort. Ist das Salutogenese? Salutogenese. Das ist die Heilkunst oder das Erforschen der Gesundheit. Also wo die herkommt. Also kommst du ja eigentlich gesund auf die Welt meistens. So. Und dann geht das los. Dann geht das Altern los und so weiter. Also wärst du, wenn du gefragt worden wärst, kurz vor dem die Ei und Samen zusammenkommen und du dein Geist sich entscheidet, da gehe ich es rein. Wenn das so ist. Wenn du gesagt bekommst, aber pass auf, wenn du dann Mensch wirst, dann musst du sterben. Hättest du ja gesagt? Oh, cool, ich auch. Ne? Ja, super, ne? Ja. So ein tolles Experiment. Und warum kriegen wir eingetrichtert, dass es, oder durch Filme und durch die gesamte gesellschaftliche Tradition in fast allen Ländern der Welt, dass der Tod was Furchtbares ist, was Schreckliches ist? Da gehen wir nur dahin, wo wir hergekommen sind. Hm? Okay, und das sind so Sachen, die auch eine große Rolle spielen, die Angst. Und mit der Angst ist alles möglich. Das ist auch fast schon eine philosophische Frage, weil es sind ja diejenigen, die am meisten Angst haben vor Tod oder vor Sterben, sind auch oft die gleichzeitig Angst auch vor dem Leben haben. Und das, wer sein Leben richtig voll auslebt, der hat dann auch kein Problem, wenn es dann irgendwann vorbei ist. Also das hängt auch irgendwo miteinander zusammen. Ne? Hm. Gut, wie das mit dem Vorbild ist, das Leben einfach so, es gibt ja so ganz extreme Lebensformen, aber so ist halt das Leben. Wenn ich halt so einen Menschen als Vorbild sehe, dann ist es mein Ding, damit umzugehen. Entweder dem zu folgen oder sagen, halt, da sehe ich anders, ich lebe anders. Bei Kindern schwierig, bis sie so die Ich-Entwicklung überwunden haben, entwickelt haben und dann so weiter bewusst werden, wann sie sich beginnen, selbst zu entwickeln. Das müssen wir aber. Wir haben diese Aufgabe, uns selbst zu entwickeln. Entwickeln heißt, es ist schon da. Das ist also das, was in mir ist, zu finden. Und dann Meister über dich selbst zu sein. Also Meisterschaft über mich selbst. Das ist, sagt auch Coldwell übrigens, fällt mir ein Vorwort eines Buches, mache dein Leben zu dem Meisterstück, das es verdient zu sein. Und was du verdienst zu haben, habe ich ergänzt hinten dran. Meisterstück. Ein spiritueller Lehrer von mir, Meisterschaft über dich selbst. Das ist das Ziel des Lebens. Ein anderes sehe ich eigentlich, es gibt viele kleine Ziele. Aber die Meisterschaft, das heißt, du hast einen Widerstand, überwinde ihn.
habe aber ein Ziel. Du kannst in die Richtung überwinden, da fällst du noch tiefer. Du kannst es dahin überwinden, steigst du auf. Ja? Und nicht besser als andere, sondern besser als du bisher warst. Und das ist das, was uns im Grunde genommen nicht beigebracht wird mehr. Und das sollte man machen. Alles ist machbar, ja. Und ich hatte mal einen Patienten, der hat gesagt, ja, die Diabetes, die Blutzuckerwerte sind erhöht und dein Blutdruck auch, sehe ich auch ein. Aber ich behandle nur Medikamente, das macht mich ja nur noch kränker. Wenn ich das Gefühl habe, Medikamente, solche machen sie doch was für sich, Gesundheit, Ernährung, Bewegung. Ja, weiß er noch nicht. Kommt wieder, ist schlimmer geworden. Da sage ich, ja, jetzt muss ich aber ein bisschen ernstes Wörtchen sprechen. Ich meine, irgendwo ist es ein freier Mensch, ne? Also dieses Zwingen, das liegt mir nicht so, aber ich kläre das schon sehr genau auf. Ne? Ja, und dann ist er nicht mehr wiedergekommen. Und hat nämlich, bevor er rausging, nochmal sich umdrehend gesagt, ich bin ja versichert. Hat er wirklich gesagt, ich sage, wie meinen Sie das? Ja, ich meine vor allen Dingen, ja, und wie ist es mit der Pflegeversicherung, wenn Sie dann gepflegt werden müssen? Ja, genau, das meine ich. Dann pflegen die mich eben. Und ich muss das ja nicht machen. Wenn das so ist, dann ist es halt so. Ist das jetzt Fatalismus? Ist es Unverschämtheit? Ich will ihm jetzt nicht zu nahe treten. Mhm. Ich weiß auch, ich habe ihn nicht mehr im Auge, ich weiß nicht mehr im Namen, wer es ist. Es ist bestimmt 25 Jahre her. Das hat mir echt, und das ist das, was ich jeden Tag ringe ich um Erkenntnisse. Was kann ich jetzt auch, wenn wir hier sprechen, was kann ich daraus mitnehmen? Und dann habe ich gedacht, Mensch, das ist ja interessant. Der will einfach, nee, das ist nicht negativ. Der glaubt an das System. Moment, er glaubt an das System, aber an sich nicht. Ja, doch, er lässt es so laufen. Also so ganz, er glaubt sich schon irgendwie, aber er hat nicht begriffen, das habe ich aber ihm beigebracht, ja, sage ich dir, dass er krank ist eigentlich. Er spürt bloß den Diabetes nicht, den Bluthochdruck nicht und sowas. Na, der hat gesagt, das lasse ich aber jetzt laufen und ich bin versichert. Wie gut ist das? Er kann es zurücknehmen, dann ist es nicht mehr nötig, er spart Medikamente und wir haben alle weniger Beiträge zu bezahlen. Keine Sorge, die wissen schon, wo sie die Gelder hinbringen. Aber man könnte theoretisch sagen, kann man einsparen. Und das hat er nicht gemacht, hat sich subsidiaritätsmäßig nicht gut verhalten im System. Das muss ich mal sagen, das ist unsozial. Ja, aber ist das System nicht für alle? Dass der eine ist wiederum, gleicht es vielleicht wieder aus? Ne? Mhm. Ich will das nur mal sagen, damit man auch vorsichtig ist vor denen, die so unverschämt zu sein scheinen. Aber ich finde es schon krass, ja, dass er sagt, ich habe dann die Versicherung und lässt sich dann, denn heute lebt man dann weiter, Gott sei Dank einerseits, aber der ist dann vielleicht 10 Jahre Pflegefall. Und was ist passiert? Vor einigen Jahren habe ich gehört von jemandem, dass der Herzinfarkt, Schlaganfall, alles, was man haben kann und Pflegefall ist. Also das ist schon nicht mein Jubilieren, dass ich sage, ich habe recht gehabt. Es hat mir richtig wehgetan. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Habe ich ihn irgendwas anders noch sagen müssen? Dass hätte ich ihn anschreien müssen oder ganz streng sein müssen? Oder ich behandle sie nicht mehr? Ich weiß es nicht. Wenn ich behandle nicht mehr, das ist auch schlecht. Da geht er nirgendwo mehr hin. Also das ist unsere Krux, um das mal zu erklären. Vielleicht etwas lang, aber da stecken wir drin jeden Tag. Ne? Aber machen es gerne. Aber da beschreibst du ja ein Problem, was ja auch wichtig ist. Also dieses Vertrauensverhältnis zum Arzt, ja, was gebraucht wird. Und Vertrauensverhältnis, ich wollte eigentlich noch mal ein bisschen umschwenken auf das Thema Impfen, was du zum Anfang auch angesprochen hast, als Zusatz. Leistung. Ja, Leistung, genau. Weil ich sehe sonst schon wieder die Kommentare, dass ach, der Dr. Höhn, ein böser Impfarzt oder sowas, ja. Weil viele ja mittlerweile auch. Ist ja komisch, hört sonst immer andersrum. Die Bösen, die nicht impfen. Ja, ja, genau. Heißt es so eigentlich? Ja, 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 die Bösen, die nicht impfen. Aber ich denke mal, bei uns im Publikum sind eher die Leute, die natürlich dem Impfen kritisch gegenüberstehen. Du hast ja auch auf deiner Visitenkarte draufstehen, Impfberatung. Ja, klar. So. Das ist ja erstmal ein neutraler Begriff. Mhm. Wie sieht dann diese Impfberatung bei dir aus? Das ist in der Medizin ein zentraler Begriff, ein ganz, ganz wichtiger. Der wird als die Vorsorge, als fast schon heilsam gesehen. Und wehe, du machst es nicht, dann verursachst du Kosten, wenn du die Krankheit bekommst. Und die Impfung insgesamt ist preiswerter, als wenn eine statistisch festgelegte, das kann man ausrechnen anscheinend, Menge von Menschen krank wird. Das ist, lohnt sich schon mal wirtschaftlich. Aha. Die Spätfolgen von Impfungen werden natürlich nicht berechnet. Die werden nicht gesehen. Die werden auch nicht wahrgenommen, weil da gibt es keine, also mir Bekannten, vielleicht hinter den Kulissen, Statistiken drüber. Was könnte denn, das ist ja auch nicht klar, wenn das 10 Jahre später Rheuma gibt,
Man findet nichts anderes als eine Impfung. Das höre ich schon wieder, der macht das Vorurteil gegen Impfung, höre ich jetzt hier wieder. Naja, aber es ist schon, wenn man so Bioresonanz macht, wenn man Krankheiten, die es eigentlich nicht gibt, untersucht und feststellt, was da für Dinge im Körper immer wieder vorkommen, immer wieder Quecksilber und Aluminium, das ist schon interessant, das ist ja in Impfstoffen drin. Es kommt auch woanders her, selbstverständlich. Aber jetzt mal zurück, ich bin da nur impfskeptisch. Also Kritiker oder sowas oder Gegner schon gar nicht. Warum? Weil ich muss mir ja alles erstmal skeptisch anschauen. Auch wenn du sagst, guck mal, du, ich habe Migräne, sag ich, kann ich nicht sehen. Ne? Ja, habe ich hier drin, aber jeder glaubt das. Ne? Genau wie Träumen. Jeder glaubt Träumen, aber keiner hat einen Traum gesehen, außer seinen eigenen. Und dann sagst du Migräne, dann muss ich auch erstmal, muss ich das glauben? Ich muss skeptisch sein, ich muss Nachfragen stellen, von wo nach wo geht das, vielleicht rausgehen, ob du dir widersprichst, weil ich kann das einfach nicht messen. Ich muss also immer skeptisch sein. Das beim Blutdruck, ist das Gerät in Ordnung? Ja, dann messe ich nochmal auf der anderen Seite. Also prinzipiell muss ich immer, ich darf nie immer irgendwas glauben. Nein, ich trinke nicht, Herr Doktor. Na toll. Na, also wenn das von sich aus, oder ich trinke nur, ich trinke mittags nicht, nie. Na, weißt du Bescheid. Ne? Klasse, ja, ist ja herrlich. Ja, bist du verraten, ey, ich trinke nur mittags nicht. Aber ab wann denn? Ab 16, 28 Uhr geht es dann richtig los. Also skeptisch sein. Was ist, steckt wo dahinter? Aber liebevoll. Also jetzt nicht bös kritisch. Ich kenne den Typen und so, ne? Der will mich ja auf den Arm nehmen. So. Und so bin ich also auch dem Impfen gegenüber skeptisch. Ich muss es deswegen sein. Der hat ja ein Impfbuch. Jetzt ist der aber vor einem Jahr geimpft worden. Und jetzt sagt er, verreist und jetzt möchte aber gucken, dann sage ich, ja, die brauchst du ja nicht. Guck mal, du bist da vor einem Jahr geimpft worden, ist so skeptisch. Er dachte, er müsste geimpft werden. Ich sage, nein, das ist schon mal richtig. Und jetzt kannst du das ja ausdehnen. Also es gibt einen Grund, nicht zu impfen. Da gibt es vielleicht auch einen Grund, weil er gerade Fieber hat. Da wird es in der Schulmedizin schon ein bisschen unterschiedlich gesehen. Mal sagen man, ja, bis 37 kein Thema. Bis 38, wo das Fieber beginnt, das beginnt ja ab 38, kein Thema, aber für den ist vielleicht 37,6 eine starke Höhe, das hat er aber sonst nicht. Das muss ich auch wieder gucken. Also da geht das jetzt schon wieder los. Ach, so viel Gedanken macht man sich, man lässt es unterschreiben oder hat gesagt, nach den Leitlinien beraten, und dann kannst du impfen. Ja, das geht schon meistens gut. Ne? Dann wird es mal ein bisschen dick. Dann ist ja auch nicht so schön, aber machst einen Lappen drauf, kühlt es oder dann ist ein, zwei Tage auch vielleicht nicht ganz so gut beieinander. Das haben wir ja oft gesehen. Das muss man dem ja alles sagen. Und jetzt bin ich schon mittendrin in den die Skepsis unterstützenden Dingen. Ne? Und da muss ich ja, kombiniere ich denn Impfungen jetzt? Verträgt der mehrere gemeinsam? Da gibt es dreifach, vierfach Impfungen, zweifach sowieso. Und dann bin ich der Meinung, ich habe das halt von Anfang an so gemacht, dass ich am liebsten immer nur eine Impfung gemacht habe, als ich noch geimpft habe. So einzeln. Ne? Dann wurde mir echt vorgeworfen, es ist auch nicht ganz falsch, du stichst den aber so oft. Du verletzt den jetzt dreimal statt einmal mit der Nadel. Habe ich überlegt, Erkenntnis. Stimmt. Was ist mir jetzt wichtiger? Also habe ich jetzt gesagt, wenn ich sie jetzt einzeln impfe, muss ich sie mehrmals stechen, müssen sie mehrmals kommen. Oh, dann machen sie lieber die Dreifachimpfung. Okay, Wünsch dreifach, habe ich ja immer mich abgesichert von mir selbst. Mhm. Weil ich, gut, prinzipiell Impfung, ein Antigen, was ich im Körper nicht hatte, kommt hinein und wird durch Beistoffe, Adjuvantien genannt, wird der Körper dazu in die Lage versetzt, auch zu antworten, gereizt zu sein, das Immunsystem, dass es auch arbeitet. Da braucht man, höre ich heute, Aluminiumhydroxid. Man hat das Thiomersal, das Quecksilber, reduziert. Man hat zuerst gesagt, es wäre nicht drin, es ist aber noch drin. Also es ist wohl die Nulllinie ein bisschen angehoben worden, also es ist noch drin. Jetzt haben wir zwei Stoffe. Einen etwas weniger, sehr viel weniger, und einen neu. Dann hat man aber noch Formalin da drin und. Dann gibt es Stoffe drin, die man nicht erwarten würde, die ich jetzt hier nicht aufzähle, man kann sie im Internet finden. Und ich habe sie im Internet auch nachgelesen und von Stellen, wo ich sage, warum sollen die da lügen? Das ist dann was, wenn ich, da weise ich dann darauf hin und das möchte er sich durchlesen, weil die Zeit einfach nicht ausreicht. Ja? Weil ich weiß jetzt, wie lange viel Zeit wir jetzt schon gebraucht haben. Das kann ich nicht stundenlang für 12. Für 7 Euro gibt es, 9 Euro gibt es für eine Impfung extra, außerbudgetär. Und dann habe ich jetzt, die ganze Zeit muss ich mir das alles einzeln erklären, dann versteht er das Wort nicht, wie soll man damit umgehen? Also lasse ich das lesen und dann kommen die aber hinterher nicht wieder.
zum großen Teil. Das heißt, meine Impfberatung. Ich habe eine Impfberatung gemacht, das ist meine Pflicht, weil er muss ja wissen, was ist das. Und das Wichtigste ist, wirst du denn dann, will ich dann nicht mehr krank, Herr Doktor? Das stimmt auch nicht, denn so eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nie. Ist es denn noch so, dass wenn du eine Impfberatung gemacht hast und der Patient lässt sich danach nicht impfen, dass du das auch nur praktisch gesamt abrechnen darfst? Also nur, wenn du letztendlich zum Impfen... ich darf nur den Stich, also nur die ganze Beratung wird auch nur mit, also fällig, also geht in den Gesamtbetrag ein, also es gibt Impfziffern, zum Beispiel Diphtherie 89100, das ist noch uralt schon verwischt hier, sehe ich gerade, hier muss ich mal wegnehmen. So, und dann ist da die Beratung natürlich drin und der Stich. Es geht eigentlich um die Impfung und die Beratung drumherum. Aber die Zeit, die du genommen hast, die kannst du nicht abrechnen. Die geht in die Pauschale mit ein, die 12,80. Okay, also diese Beratung ist nicht abrechenbar? Nicht extra abrechenbar. Okay. Ja, also wie gesagt, also man kann ja stehen zu impfen, wie man will. Wenn einer sich impft, dann soll er das gerne machen. Ich verweise dann auf Praxen, die das machen, seine eigene Hausärzte vielleicht, wenn er zu mir aus anderen Gründen kommt, könnte nicht mehr beiläufig impfen, dann habe ich es sehr leicht. Ne? Geh dahin, ich möchte einen auch nicht wegschicken, ich mag meine Menschen und die sind auch enttäuscht, die dachten jetzt, tun sie das Beste für sich. Und ja, im Prinzip ist es ja so, ich habe noch kein Sterben sehen an der Impfung, aber ich habe gelesen, dass einiges passiert. HPV-Impfung, nur als Schlagwort, nicht weiter erklären die Zeit. Und da klagen ja auch Länder gegen Firmen und so. Und so weiter. Wir haben ja im letzten Jahr im Sommer Filmpremiere des Films Wax von Dr. Andrew Wakefield begleitet in Babylon. Und wenn man so sieht, was im Vorfeld dort auch für Reaktionen kam, also wie in welche emotionale und auch gewalttätige Ecke das mittlerweile geht, dass Kinobesitzer bedroht werden, dass dort tatsächlich auch tätliche Angriffe waren auf einzelne Kinobetreiber. Dann frage ich mich schon, warum können wir uns über so ein wichtiges Thema, ja, es ist sicherlich, dieses Impfdogma ist natürlich groß, ja, aber warum kann man sich gerade über dieses wichtige Thema dann nicht auch vernünftig unterhalten, weil es ja ein wichtiges Thema ist, ja, sowohl für die Leute, die sagen, impfen lieber nicht, und die anderen sagen, nein, impfen ist praktisch der Allheilgott hier, ja. Das ist die große Frage, die ich nicht beantworten kann, außer, dass es ein Dogma ist, wie du schon richtig sagst. Und Dogmen, die abzubauen, zu zerstören, nicht zu beachten und so weiter. Da gibt es Dogmen und Dogmen. Es gibt vielleicht religiöse Dogmen, die in der hiesigen Praktizieren der kirchlichen Gesetze vielleicht harmloser sind, aber in anderen, wie zum Beispiel im Islam, etwas strenger durchgeführt werden, wie man ja so hört. Ne? Also Dogma und Dogma, das wird einmal so und so sein. Und im Staate sind Dogmen je nach Wichtigkeit. Und wer bestimmt die Wichtigkeit? Weil ich eben frage, können die Ärzte sich einigen und da so? Und jetzt sage ich mal was anderes. Der Staat selbst, der wird ja auch informiert, natürlich von Medizinern, dass das Impfen auch staatlich dann durchgesetzt wird, Kindergärten, dass man sonst nicht reinkommt. Ne? Ein Dogma wird oft dann auch immer mehr umstellt, bewährt. Mit Polizei und so, andere Dogmen, vielleicht sogar mit Militär. Sie hat eben, was für ein Dogma das ist. Also so wird man sich dann schon ausdenken, wie wichtig ist es mir, und deswegen wird man dann echt alle Register ziehen, dass, je nachdem, wie wichtig das ist und wer bestimmt das. Ich weiß nicht, ob das Parlament das bestimmt. Ich weiß es nicht. So könnte sein, dass man dann also tatsächlich mit solchen Dingen rechnen kann, wie Wutbürger. Es gibt ja zwei Wutbürger, die einen da und die anderen. Das sind dann die, manchmal ist es ja Antifa so, dass sie einfach meinen, sie müssten jetzt Polizei spielen oder für den Staat in Aktion treten, weil der zu doof ist, zu kapieren, dass da so ein böser Film wie Wächst läuft. Das ist so eine Selbsterhöhung von solchen Menschen. Oder sie sind organisiert, das kann ich ja nicht sagen. Wie siehst du denn diese Diskussion um die Impfpflicht? Also glaubst du, dass es eine Impfpflicht geben wird? Glaubst du, dass das durchsetzbar ist? Es ist durchsetzbar, glaube ich. Es ist vieles durchsetzbar, wie wir ja leidvoll erfahren, sogar dass Gesetze gar nicht eingehalten werden, Grundgesetz und dergleichen. Ich will da jetzt nicht in die politische derzeitige Lage, will ich mich jetzt nicht einklinken, aber wenn das schon möglich ist, dass sogar Gesetze nicht akzeptiert werden, die da sind, dann kann man das auch immer, das Gegenteil ist möglich, habe ich gelernt in meinem Leben. Keine Einbahnstraße. Dass es dann noch möglich ist, Dinge überraschenderweise durchzusetzen, ja, das ist möglich. Man kann wirklich dann
per Dekret das verfügen, dass Kinder nur in den Kindergarten kommen, wenn sie geimpft sind. Und sagen Eltern dann, dann schicke ich sie nicht in den Kindergarten. Ja, dann kann es in der Schule dann stattfinden. Ja, dann schicke ich sie nicht in der Schule. Und eine Schulpflicht haben wir ja hier. Da gibt es Umgehungswege, ja, aber die sind nicht so einfach. Also nicht in die Schule und so, zu Hause lernen und so weiter. Da gibt es ja einige. Aber das ist eben möglich durchzusetzen, glaube ich. Okay, okay. Ja, also gut. Klar, ethisch für mich nicht vertretbar, sage ich ganz ehrlich. Mhm. Weil eine Pflicht, verletzt zu werden, weiß ich nicht, gibt es für mich nicht. Dieses Recht auf Unversehrtheit habe ich ja erstmal. Und die Krankheit ist ja noch nicht da. Also die ist ja, also wenn eine Krankheit da ist, dann glaube ich, dass je nachdem, wie der Notfall ist, ich bin ein Notfallmediziner gewesen, dass ich dann nicht groß frage, sondern dass jetzt irgendwie irgendwann mal das Leben mal wichtiger ist. Dass ich ihn dann verletze durch einen Schnitt oder hier, was weiß ich, Luftröhre. Das ist klar. Ne? Aber die Impfung nimmt etwas vorweg. Ich werde zwangsläufig verletzt für etwas, was ich noch nicht habe. Das ist für mich philosophisch ein riesengroßes Problem. Also medizinphilosophisch. Ja. Du bist ja ganzheitlicher Arzt, ja. Versuche ich zu sein, so. Weil alles geht da nicht. Genau. Einiges. Genau, also wie kann man das dann vereinen oder wie sieht dann das aus? Also, dass man, muss man bei dir dann sagen, ich möchte eine ganzheitliche Beratung und dann kostet das halt vielleicht was extra oder, also wie kann man das zusammenführen? Also, wie führst du das zusammen und wie ist der Unterschied zwischen deiner ganzheitlichen Beratung oder nach deiner Leitlinienberatung? Also, welche gibt es da? Immense Unterschiede, kannst du das ja, mal immer erst Leitlinie. Selbst wenn jemand kommt, der sagt, ich bin empfohlen worden und ich habe dann schon meinen Bogen, den er ausgefüllt hat, manchmal uns ist es ja nicht, und so gucken, aber dann steht dann da, was sie haben, was sie für Beschwerden haben und dass sie um ganzheitliche Diagnostik bitten oder so oder Entgiftung oder irgendwie sowas steht da schon mal drauf. Dann weiß ich das schon. Und dennoch muss ich ja fragen, es kann ja sein, dass der einfach ganz einfaches hat, dass er mit Aspirin zwei Tage, sage ich jetzt mal, ja, behandelt werden, wäre gut. Und dann kostet ihm das nur, weiß ich nicht, muss er selbst bezahlen, aber nicht viel. So. Aber wenn er etwas Ernsteres hat und er weiß das aber jetzt nicht, er meint jetzt, das kann man ganz leicht behandeln. Und geht zu mir und so, das macht er. Nee, sage ich, pass mal auf. Du hast ja eine gewisse Erkrankung, Symptome, die müssen wir mal ergründen. Ich muss nach Leitlinien nicht untersuchen. Und dann kann ich ja sagen, so, die Leitlinientherapie sagt, nö, da ist nichts, du fällst durch den Rost, das gilt nicht als Krankheit oder meistens, da ist irgendwas, das definieren wir jetzt mal so, das heißt und so, dann müsste ich dir eigentlich das und das verordnen. Wenn du aber, ich sehe ja hier, aus den Gründen kommst, dass du was anderes möchtest, jetzt verrate ich dir, was es da noch gibt, das allerdings kostet. Muss er dann der Patient bei dir, oder muss er dann sozusagen auch so eine Art Versicherung abgeben, ja, dass er sagt, ich verzichte auf die Leitlinienbehandlung, möchte, bestehe auf diese Behandlung, damit du da abgesichert bist? Ah, okay. Das erste ist aber passiert, dafür ist die Chipkarte ja gültig. Aber er muss dann was unterschreiben und das heißt am besten, er geht dann noch mehr raus und überlegt sich das. Ich möchte keinen hier über den Tisch stehen oder sowas, das gibt es überhaupt nicht, weil ich muss ihn ja erst nachdenken lassen. Vielleicht möchte er sich nochmal darüber Gedanken machen. Was kostet das denn? Sag ich so etwa zwischen 40 und 150 Euro vielleicht. Und ja, und die Blutwerte möchte ich schon mal anders machen. Also Vitamin D, Vitamin B12 und sowas kann man ja sehr oft, außer Zink zum Beispiel, sage ich mal drei, neben der Spur machen. Die kosten irgendwas. Und das wissen meine Damen, dann gehen die nach vorne. Ich schreibe das hier rein der Wichtigkeit nach. Und wenn das dann zu teuer ist, wird immer das Letzte weggestrichen. Ah ja, das geht, das kann ich mir leisten. So arbeiten wir. Also ich sage nicht, du, das kostet, das musst du jetzt bezahlen. Das darf man nicht machen. Man muss ja die freie Entscheidung lassen. Aber die ist natürlich nicht immer frei, weil er möchte ja was behandelt haben. Aber da habe ich ja hier das Segment Schulmedizin. Und dann kriegt er das, was er braucht, was man meint, was in Leitlinien steht, das bekommt er ja, das kostet ja nichts. Und wenn er das auch noch möchte, das kostet halt was. Und dann muss er unterschreiben, dass er bereit ist, neben der Schulmedizin haben wir ja so einen Bogen, da steht das alles sicher, also juristisch sicher drin. Wie sieht das dann von Aufsichtsbehörden aus? Also sieht man das gerne oder gibt es da auch vielleicht ein bisschen so Knüppel, die man zwischen die Beine schiebt? Oder seid ihr da relativ auch, dass ihr da dann, wenn ihr es juristisch korrekt macht, dass ihr da auch eure Freiheiten habt? Na, das haben wir schon. Und wer wird denn schon, also die Menschen reden ja miteinander, heute noch mehr als früher, aber früher auch. Wer wird denn schon etwas verkaufen, nur weil er das etwa, weil das weg muss? Oder weil es einfach Geld bringt, das
es schlägt sofort zurück, also nach einer kurzen Zeit, dass, der braucht das gar nicht hingehen, der ist so und so teuer, das bringt eh nichts. Also ein Arzt wird auch hier, also ich jedenfalls, die ärztlichen Regeln, also der Achtung, des Respektes und des Wissens, nach bestem Wissen und Gewissen gelten lassen. Und die sind an oberster Stelle. Und dann sage ich ihm, natürlich kürze ich etwas, wenn ich sehe oder höre, der will nicht mehr als 100 Euro ausgeben. Dann versuchen wir das so hinzubekommen, meistens geht das aber, so hinzubekommen, dass er das bezahlen kann. Ne? Aber das kostet natürlich auch Zeit. Und diese Beratung erlaube ich mir dann bezahlen zu lassen. Da gibt es dann auch so Ziffern, die wir aus den privaten Gebührenordnungen entlehnen, die auch dort nicht so einsetzbar sind, aber hier jetzt frei anwenden können. Und er kann unterschreiben, aber unter den Bedingungen das möchte. Und das kann er ja dann, das sind so Beratungen, also oft ist es nicht mehr als 100 Euro, aber Neuraltherapie, Schmerzmedizin zum Beispiel, mit Stoffen, die naturheilkundlich sind, in der Schulmedizin nicht mehr bezahlt in der Kasse, seit ungefähr 1997. Eine Sitzung im etwa 75 Euro. Dann die Beratungen für Entgiftung und so weiter, wenn die in die Zeit gehen. Dazwischen 35, 50. Das sind dann wieder die Ziffern, die ich dann da so einsetze. Ich von der Gebührenordnung Ärzte nehme, aus dem Privatbereich. Und das kann er alles dann sehen. Oft weiß man das ja nicht, wie viele Sitzungen gibt es denn. Da muss man, in etwa kostet es. Man muss nicht bei jeder Sitzung nachkarten, 100 Euro mehr, dass er die wieder unterschreibt. Da muss man halt sehen, wie man miteinander klarkommt. Also man kann das den armen Menschen ja nicht. Also in so Zahlen einbinden, das mag ich eigentlich. Aber die Serie ich gar nicht über Geld und die machen das alles draußen und die entscheiden ja oder nein. Also die Patienten entscheiden ja oder nein. Mhm. Du bist ja auch Sportmediziner, ja? Und im Sport, gerade im Leistungssport, professioneller Sport, da scheint ja dann diese Leitlinienmedizin überhaupt keine Rolle mehr zu spielen. Sondern dort zählt doch wirklich nur, Leitlinien. Nur mal so Beispiele, da gibt es ganz viele, aber ich kann mich erinnern, es war so in den 90ern, da gab es einen Spieler beim AC Mailand, der hatte ständig Muskelprobleme und man wusste halt nicht genau, wie man das in den Griff bekommen kann. Und da gab es dann einen Spitzensportmediziner und der hat dann festgestellt, diese Muskelprobleme, die haben zu tun mit einem Kieferstand, der nicht ganz in Ordnung war. Und der hat ihm einfach eine Zahnspange verpasst und voilà, da hat der Typ keine Probleme mehr gehabt. Oder Atlas. Also da gibt es ganz viele Beispiele, da scheint man dann wirklich das Heilkunst gefragt, also wo wirklich dann der Arzt individuell sich den Menschen anschaut, ist genug Zeit dafür, da gibt es ja wirklich legendäre Leute, die auch mit den Händen heilen und auch wahrscheinlich Masseure so, oder Physiotherapeuten, da gibt es Leute, die wirklich besondere Fähigkeiten halt haben, diese Heilkraft, Heilkunst. Ja. Aber das ist doch dann auch ein Beweis dafür, dass eben der Mensch nicht standardisiert ist und nicht genormt ist. Und das werden wir in der Zukunft sehen. Gibt es da Impulse so, in wie man halt Medizin auch wahrnimmt? Ja? Also aus diesem Sport, weil da sieht man ja, da arbeiten Leute mit ganz anderen Mitteln. Richtig. Und komischerweise werden die bezahlt. Mhm. Die sind so versichert, dass dann das Ziel ist, der muss wieder auf den Rasen oder der muss, was weiß ich, für den Sport weitermachen, weil der kostet. Der junge Mann ist, oder die Frau ist sehr teuer, dann ist das Ziel, dass die da wieder steht. Und dann ist nicht so wichtig, ob da irgendwelche Leitlinien überschritten werden. Wenn der schadet, der Arzt muss ja eh dafür gerade stehen, das ist ja klar. Und also insofern, gesellschaftlich oder für ein System muss er da jetzt nicht gerade stehen oder sparen. Jetzt kann er endlich mal im positiven Sinne die Sau rauslassen. Er kann wirklich machen, das, was er spürt. So, dann kann er das abrechnen, das kriegt er auch. Der kriegt auch 3 Physiotherapien am Tag. Wenn ich das verordne, dann halt würde ich für schwachsinnig gehören oder so ähnlich. Also zumindest nicht den Leitlinien konform. Ja, das ist auf jeden Fall nicht gut. Aber unter diesen Bedingungen eindeutig so, dass der bezahlt wird. Weil man traut dem Ganzen zu, sonst wird der Arzt nicht mehr genommen eines Tages. Da sind ganz andere Summen, die da fließen und ganz andere Zahlen und Rhythmen in der Behandlung. Die sind jenseits unserer Vorstellung. Also ich wirklich so Pencil, so ein Stäbchenmassage mit einem kleinen Stäbchen auf Akupunkturpunkten. Kann 2-3 Mal am Tag sein, wird alles bezahlt. Dass es überhaupt bezahlt wird, ist das Wunder, aber dann nur noch 2-3 Mal am Tag. Und so ist es ja, Leitlinie ist immer die Frage, welche Etage ich da einsteige. Nun kann man ja, Sportmedizin ist ja auch eine moderne Medizin. Aus meiner persönlichen Perspektive beobachte ich in den letzten Jahren zwei Richtungen. Einmal, dass vieles wieder zurück zu einer gewissen ganzheitlichen Medizin geht, also auch um diese
sogenannte Eigenverantwortung, also gucken, also wo zum Beispiel auch Konflikte liegen im Psychischen, die ja natürlich auch eine große Rolle spielen, psychoemotionaler Stress. Und auf der anderen Seite bekommen wir von der Wissenschaft eine Medizin, die in der Entwicklung ist, die zum Beispiel eher so in die Richtung, sage ich mal, Transhumanismus geht. Also sprich Nanobots, die vielleicht unser Herzkranzgefäß wieder sauber machen, die vielleicht die Genetik sogar verändern können und so weiter. Oder auch diese komplette Geschichte Überwachung gesundheitlicher, also dass man Chips schluckt, die meinen Vitalstatus aufs Handy bringen und so weiter. Wie siehst du diese Entwicklung, also gerade auch die noch mehr Technisierung? Ist das nicht auch wieder ein Ausdruck von Angst, also sich auch nicht selber zu vertrauen, dass man wieder kontrollieren muss, wie ist alles und so weiter? Wie stehst du dieser Entwicklung gegenüber? Michael, ist so, du hast das Wort Angst genannt und du hast das Wort Kontrolle genannt. Und wir wissen alle, ich meine, das war klar, ne? Die hängen miteinander zusammen. Also die Angst, dass etwas nicht zu wissen. Stell dir mal vor, da ist einer, ich habe eine Patientin, die ist 101 Jahre alt, die interessiert sich doch nicht, was in ihrem Blut los ist. Naja, weil sie nicht krank ist, gut. Aber diese Bots, Nanobots und was weiß ich, die sind ja auch in den Körper eingebracht, erstmal vielleicht anlässlich einer Erkrankung und einer Funktionsstörung, aber die sind ja immer mehr in der Lage, auch noch andere Sachen gleich, wenn das schon drin ist, mach doch noch das gleich mit, ne? Kennen wir da auch, ne? Wenn du schon mal da drin bist, dann mach auch die Fenster. Also das auch alles gleich mitzumachen, ne? Und irgendwann ist dann alles, dann weißt du vielleicht eines Tages gar nicht, was aus deinem Körper alles ausgelesen werden kann. Gut, das ist auch wieder Angst, die ich jetzt einsetze, um die Leute davon abzubringen, ne? Ich auch wieder jetzt, ne? Dass man das da nicht einsetzt. Also ich finde, es ist eine Krankheit, zu glauben, dass man den Mensch künstlich machen muss, damit man ihn besser kontrollieren, vor Krankheit bewahren kann. Ansonsten kann er ja gar nicht mehr krank werden. Es gibt ja vielleicht Stoffe, die einfach nicht mehr verschleißen. Dann hast du so eine Haut, die verschleißt nicht mehr. Also mein ironisches Wort war ja schon seit Jahren, das wird mal so sein, dass man eines das Gehirn so schwierig nachzumachen, dass das so in so einer Schale liegt und alles andere ist Maschine. Das ist wahrscheinlich schon versucht worden. Ja, das ist eine Kopftransplantation. Jetzt habe ich sogar, weil ich beim Gehirn bin, jetzt haben die tatsächlich wieder irgendwo eine Kopftransplantation, entweder vor oder, ja, aber bei Affen natürlich nur, ne? Das sind ja nur Tiere. Also da kann man das ja machen. Aber Menschen finde ich es auch ein bisschen doof. Also ich weiß nicht, was man sich davon verspricht. Natürlich irgendwelche Erkenntnisse. Aber ich frage mich, ob wir ein Anrecht darauf haben, zu wissen, was in den Köpfen vorgeht. Er ist ein freier Geisterwissenschaftler, aber er wird von uns bezahlt irgendwo. Denn irgendwie fließen da über Beiträge, über Steuern und die Steuern nicht immer in meinem, vielleicht in eurem auch nicht, Interesse irgendetwas. Und ich will da einen Anteil haben. Also das Messer kannst du zum Brot schneiden und zum Butter schmieren und so, aber auch zum Töten. Und genau das Ding ist das. Ich kann mit der Medizin alles machen, aber ich weiß nicht, ob ich das machen muss. Und ich bin davon überzeugt, dass wir das lassen sollten. Oh ja, also bei mir gehen da auch die Alarmglocken hoch, wenn ich sowas höre, Kopftransplantation. Ja, also ja, ich meine, der Körper gehört zusammen. Du kannst ja nicht die Dinge trennen. Und für mich ist Medizin, ist ja hier. Das ist die Medizin, also die Szene, was sich so in der Mitte abspielt. Ja, das ist Medizin. Wenn du da irgendwo einfach was austauscht, das geht ja gar nicht. Ja. Also da kommt ja alles dann durcheinander so. Kopf und Herz sind dann getrennt, du hast dann ein anderes Herz oder überhaupt keins mehr oder nur noch ein Organ, was als Pumpe funktioniert. Aber das ist für mich, das klingt für mich zum einen unheimlich und gleichzeitig könnte ich auch drüber lachen, weil das ist so eine kindliche Überheblichkeit, so ein bisschen so Richtung Frankensteins Monster gehen. Also man könnte die Gott Idee spielen und irgendwie die Dinge zusammenstöpseln, wie man will. Ja. Die Idee hat der Mensch immer schon gehabt. Ne? Aber Medizin finde ich toll. Nach der einen Seite der Kabbala, die ja auch uns Richtlinien gibt, wie Sprache funktioniert, was Sprache ausdrückt, habe ich mich ein bisschen mit beschäftigt. Und da ist das Wort Medizin ganz einfach erklärbar durch. Medi heißt Mitte, richtig. Und es kann auch Szene, die Szene sein, weil das klingt ja auch ähnlich. Aber auch ziehen kann es auch heißen. Also in die Mitte ziehen. Mhm. Ja? Also von den Rändern da, wo es ausufert, in die Mitte ziehen. Nicht in der Mitte fest, das ist ja starr, das ist auch tot. Aber irgendwie in die Mitte ziehen. Das ist also ein Vorgang. Und wenn man dann sagt, ja, Wortspiel und so, ne, dann guckt man ins Englische. Name Remedy. Das kommt von Remedium,
also Remedium-Medikament. Remedium in, zurück in die Mitte. Also das kommt aus dem Lateinischen Remedium und das heißt Re zurück, Medium die Mitte. Auch hier zurück in die Mitte, komisch, nicht? Und wenn du hast schon mal meditiert, Meditation gemacht, du hast schon das Wort schon mal geschrieben, guck dir mal an. Meditation. Medi ist Mitte, Tare, daher kommt das Wort, heißt ziehen. In die Mitte ziehen. Also so ganz doof ist das nicht, das Medizin zu nennen. Aber ich, kann ich das noch Medizin nennen, wenn das so ausufert, dass die Ingenieure das Sagen haben? Oder Physiker oder transhumanistische Physiker, wie die auch immer heißen mögen. Das möchte ich mir nicht aus der Hand nehmen lassen. Ich als Mensch für mich nicht. Und der, ich heile dich aber nur so. Da sage ich, bring mir doch mal bei oder sag mir, wo ich das lernen kann, dass ich wieder in die Mitte komme. Und die uralten Regeln, die sind auch alt geworden. Das ist mit den 30 Jahren vor ein paar tausend Jahren, wird der Mensch alt, meiner Meinung nach nicht richtig, aber nur nebenbei. Ich glaube, ihr macht das hoffentlich sicher auch in der Sendung oder habt ihr schon, wie das mit dem Alter des Menschen ist. Ja? Also die haben damals gesagt, und das sagt die deutsche Psychosomatik ja eigentlich auch, wenn du krank bist, kannst du mit der Atmung oder, die sagen auch, mit der Harmonisierung von Atmung und Herzschlag dich immer heilen. Du kannst dich immer mit der Atmung oder sogar mit der Harmonisierung von Herzschlag und Atmung. Wie macht man das denn? Da gibt es, kann ich mal extra Sendung machen, wie man das macht. Ganz toll, kann man dann auch immer wieder vorführen, mal nachmachen, kann ich auch mal machen. Also das geht und es funktioniert. Und wenn ich das nicht mache und dann bin ich am Ende so kaputt und es ist Geld da, mich wieder zu reparieren, ja, dann passiert das halt, dass überall Schnüre eingezogen werden, Metallplatten eingezogen, die Gehörknöchelchen kannst du sogar künstlich nachmachen. Und ich habe ein Wort im Ohr, ja, ich weiß aber nicht, ob es nur schlecht ist. Erst war ich negativ berührt. Ein Chirurg, der hat eine Herztransplantation vorgenommen. Ah nein, Entschuldigung, Kunstherz implantiert. Da sagt die Journalistin, also wurde interviewt, großartig, also ziehe ich auch, also ich auch, toll, ne? Sowas zu bauen und dann, dass das auch, der lebte auch, der Mensch, dann weiter. Ist ja toll, also was sie da machen. Jetzt fällt mir nur eine Sache ein, das Herz künstlich, teilweise Muskeln, Sehnen, wisst ihr, Augen so ein bisschen, ne? Und Gehör, was auch immer, und die Gehörknöchelchen sogar und Knochen ersetzen und Gelenke. Sagt sie, jetzt fällt mir gar nicht so richtig ein, wo die Seele da noch irgendwie Platz hat, wenn das alles künstlich ist. Das hat sie so auflockernd, finde ich eine tolle Frage. Sagt, nicht böse gemeint, einfach so, wie sie so ganz kindlich das so fragt. Da sagt er, wissen Sie, ich bin über 20 Jahre Herzchirurg, aber die Seele habe ich noch nie gesehen. Boing. Schöne Antwort. Aber wenn wir mal davon ausgehen, wenn man schon so eine Operation macht, soll sie auch gelingen. Will ich da einen Arzt haben, habe ich mir hinterher überlegt, der, oh, ein Mensch, und sondern möchte der nicht vielleicht diszipliniert und distanziert daran gehen, dass einfach die Arbeit ist und die Seele interessiert ihn nicht. Wäre mir vielleicht auch ganz lieb. Hinterher kann er ja wieder die Seele einschalten und sagen, ja, ich bin Christ oder was weiß ich. Aber in dem Moment war ich geschockt, als er das sagte. Ich weiß nicht, wie er es gemeint hat. Aber das überlasse ich ihm. Aber es ist so genau das Ding, wo zwischen wir. Aber das ist, glaube ich, ein Problem der Medizin, dass man tatsächlich, wenn man jetzt nicht so wie du auch ganzheitliche Sachen mit dazu nimmt, natürlich den Mensch als eine Art Maschine halt auch betrachtet. Ja. Und dementsprechend auch, ja klar, wir können mal schnell das austauschen, das austauschen. Und ich glaube, da gibt es halt auch durch die Möglichkeit, dass Informationen durchs Internet sehr schnell gut verbreitet können, natürlich auch immer damit vorsichtig umgehen, immer natürlich auch mit, wenn man sich Alternativen bemüht, auch natürlich mit fachkundigen Leuten, immer darüber sprechen, also sprich mit einem Heilpraktiker oder halt mit einem Arzt, der damit vertraut ist, also nie irgendwie was auf eigenes Risiko in dem Sinne machen. Also habe ich fast den Faden verloren, worauf ich hinaus wollte. Aber auf jeden Fall sehe ich dort, dass es dort eine große Entwicklung geht in die Richtung Eigenverantwortung. Also dass dort immer mehr Menschen sich für diese Themen über diese Themen informieren und dass sie natürlich auch merken, was sind wirklich die Ursachen für Krankheiten. Also ist es, woher kommen halt gewisse Krankheiten? Und wie du schon sagtest, von das Beispiel mit dem Muskel, wer kommt dann darauf, dass das hier von den Zehen eine Kieferfehlstellung her rührt und so weiter? Das ist ja für viele gar nicht mehr fassbar.
Und genauso ist das, also dass wir die Ursachen eigentlich besser erkennen und die liegen meines Erachtens nach in der psychoemotionalen Stressgeschichte, die wir ja sozusagen auch täglich um uns herum haben, durch die systemische, ja, die systemischen Voraussetzungen hier unser Leben zu gestalten, haben ja viele, sind ja viele im Dauerstress und das verursacht natürlich diese, ja, für mich diese Zivilisationskrankheiten. Ne? Stress ist ein Wort, ne? Distress eigentlich, weil Stress ist das, was wir nach Selye, der das mal erfunden hat, ein ungarischer Arzt in Amerika gegangen ist, dann wurde das natürlich anglifiziert, das ganze Vokabular. Also dieses Stress heißt ja, das ist die innere Antwort auf äußere Anforderungen. Also es ist kalt, da reagiert der Körper. Ich gehe rein, da reagiert, also millionenfach pro Sekunde. Das ist Regulation letztlich. Und deswegen ist das, es fällt mir gerade ein, der neue Begriff dann auch für die Naturerkunde mit den Geräten, Bioresonanz und allem Möglichen, um diese Regulation im Inneren und die bioidentische Hormontherapie, um das ganze Innere und Äußere wieder in Einklang zu bringen. In die Mitte zu ziehen. Ja, genau, in die Mitte zu ziehen. Ne? Ja gut, also die Sache ist so, wir müssen wieder uns auf uns selbst besinnen, wer sind wir? Dann auch zufrieden sein, im Frieden sein heißt das ja auch, und lernen, dass wir was wert sind. Und zwar nicht besser als der andere sind, sondern dass es wichtig ist, dass es uns gibt. Mhm. Und dann allerdings haben wir auch eine Verantwortung, weil was wichtig ist, dass wenn wir uns wichtig sind, müssen wir uns natürlich auch erhalten und uns nicht einfach irgendeinem hingeben. Also diese Emotion, wie du eben ansprachst, in den USA wurde in zwei Kliniken Folgendes ermittelt, oder Universitätskliniken, Einrichtungen. Erstens, dass über 90, ich sag mal vorsichtig, es war höher, über 95% der Krankheiten und mehr durch Energiemangel hervorgerufen werden. So gut, das ist ja noch nicht so schwierig, vielleicht sogar 100. Aber Energiemangelzustände werden zu auch über 90% durch emotionalen Stress hervorgerufen. Und die meinten alle Krankheiten, auch Grippe. Auch Grippe. Oder Influenza, oder wie man es nennen mag. Weil, wenn ich, es ist ja immer das Terrain, was das Bakterium wachsen lässt. Das Umfeld ist wichtig. Es ist nicht die Bakterie selber. Na gut, das Milieu, ist eine ganze man, Menge, das Milieu. Wenn ich jetzt, ja, das ist ja, genau. Also, wenn ich jetzt Milliarden und noch mehr von Bakterien hineinkriege, klar, dass ich das dann irgendwann nicht mehr aushalte, dass es also auch meine Abwehr überschreitet, klar. Aber im normalen Zustand ist es so, dass ich, wenn ich stark bin, wenn ich fit bin, wenn ich bewusst bin, mir meiner selbst bewusst bin und mich liebe, dass ich das weniger kriege. Das ist ja bewiesen ohne Ende. Also darauf kommt das erstmal an. Dann muss ich auch trotzdem vorsichtig sein, ich kann trotzdem Hygiene einhalten. Man muss nicht da geradeaus sehen, naja, ich bin wer und so, das meine ich damit nicht. Aber ist dieser Hygienefimmel, unser Hygienefimmel nicht auch ein problematisches Ding, dass wir sozusagen auch dieses Bakterien, also diese Mikrobenmilieu in ein Ungleichgewicht bringen dadurch? Wieder meine Lieblingsbewegung, die beiden Seiten einer Münze. Hygiene habe ich gesagt, damit meine ich fließendes Wasser, Hände waschen, so. Ja, und dann vielleicht nicht einen anblasen, wenn ich krank bin, und die Zahnbürsten vielleicht nicht so, wenn die gemeinsam stehen, sondern vielleicht so. Das sind Kleinigkeiten, ja. Das gleiche Handtuch muss man da nicht immer benutzen. Meine Güte, es ist doch nicht viel. Aber du sprachst jetzt von diesem Wahn, alles mit bestimmten Sprays, keine Werbung, hier zu besprühen. Und es gibt keine Küche ohne Bakterien, die resistent sind, wo das so gemacht wird, aber wo mal gewischt wird, wo auch mal mit Wasser gespült wird, auch mal heiß, ja, und durchaus auch mal mit Reinigungsmitteln gereinigt wird, das reicht völlig aus. Aber wenn du Sachen stundig liegen lässt, wenn du diese Feuchtlappen so faltest übereinander und den Schwamm noch oben drauf, also weißt du, was da los ist. Und das sehe ich, wenn ich mal Hausbesuche mache, ich sehe das in unfassbar vielen Einrichtungen leider auch, die nun eigentlich Einrichtungen, also die andere versorgen. Leute, das müsste zum Trocknen irgendwie aufhängen und auch nicht lehnen, so heißen diese dicken, großen, flachen Schirme, diese wie Tücher sind, ein bisschen dicker. Und die Schwämme, das muss man trocknen lassen und dann kannst du es auch wieder verwenden. Aber in der Feuchtigkeit vermehren die sich wie blöde, denn genug Essensreste sind da drin. Ja, ich habe es ausgedrückt. Also das ist doch eine ganz einfache Geschichte, da brauche ich ja nicht diese Sprays. Und damit mache ich mich
krank. Also das ist ganz eindeutig so, dass ich hier meine Abwehr überhaupt nicht mehr trainiere. Und ich kriege dann, wenn ich was einatme, Bakterien, die resistenzbereit oder schon resistent sind. Und das muss doch nicht sein. Das ist eine Überreaktion. Mit dem und ständig Hände waschen geht ja auch noch, aber nicht nach, weiß ich nicht, nach 10 Minuten oder weil ich ein komisches Gefühl habe. Das kann manchmal auch zum Wahn werden, aber deswegen ist es harmlos, nur Wasser. Na, verstehe. Ja, Thomas, ich denke, wir haben gute Stunde auch jetzt miteinander gesprochen. Oh ja. Und ja, auf jeden Fall danke ich dir, dass wir bei dir zu Gast sein durften. Es ist schön, dass wir uns mal wieder persönlich getroffen haben. Schön, das finde ich auch. Und wir wünschen dir natürlich weiterhin viel Erfolg hier mit deiner Praxis. Dankeschön. Und brauchen mehr Mediziner deines Schlages, die halt auch wirklich den Menschen ganzheitlich betrachten und auch natürlich Alternativen anbieten. Ich hoffe auch, dass bald soweit das mehr kommen, den Mut haben. Wollen wir hoffen, dass es da auch in den nachwachsenden Generationen genug gibt, die da das Ganze auch nicht aus dem Auge verlieren, dass es da auch noch andere Möglichkeiten gibt. Aber ich kann euch sagen, ich kenne einige, ihr kennt auch einige, die schon ganz gut sind. Warum wir den Namen nicht erwähnen, die sind schon klasse Typen. Aber vielleicht Dietrich Klinger, den muss ich loswerden. Also das sind schon so Jungs und auch Frauen, die wirklich was drauf haben und die, von denen ich ja lerne und wo ich sage, Mensch, warum sind da nicht noch mehr? Aber es wird ja. Und wir wollen nicht meckern. Es ist immer alles so gut, wie es gerade ist. Und wenn wir selber anfangen, wenn wir selber die Verantwortung übernehmen, dann können wir ganz automatisch zu den Menschen, wie ich zu euch, wie ihr zu mir, die vielleicht zusammengehören, wenn sie was zusammen machen können, was Neues. Und die Welt ein kleines bisschen heller. Ja, also Klinghardt ist auf jeden Fall eine Koryphäe. Ja, sehr schön. Das sind wirklich inspirierende Worte. Und ich hoffe, dass die dann auch ihre Wirkung entfalten, ihre Kreise nehmen. Wirklich Respekt für deine Arbeit. Ich für eure. Dankeschön. In diesem Sinne sagen wir Tschüss, Frankie. Ein Fall für zwei. Ein Fall für zwei aus Berlin. Wir müssen gleich wieder weiter. Richtig. On the road again. Wir sind gleich nochmal, haben nochmal einen Drehtermin heute. Also freut euch drauf. Vielen Dank, bis dann und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.